Ein Hamsterrad lauft! Schneller! Stets im Kreis, ohne Fleiß kein Preis. Chefin Mimi hasst die Dunkelheit mehr als Kutteln, also schwingt die Hüfte. Mehr Energie! Ich wechsle mal wieder auf Mario. Aber Peach Kleid könnte sich da verfangen. Das wollen wir doch nicht. Ich sehe schon, ich darf gleich laufen. Das ist der Generatorraum für VIPs. Lauf im Rad, mach Strom, verdiene Rubine. Ja, viel besser als der andere Raum. Hier gibt's richtig Rubine, jawohl! Ein neuer Hamster, was? Lust auf Rubine-Hamster? Prima, Momentchen. Los, ihr Hamster, los! Manchmal frage ich mich, warum ich das mache. Aber die Antwort ist einfach, es macht so Spaß. Bereit? Gute Antwort, jetzt rein da. Wenn man auch so im Real Life einfach 10.000 Euro verdienen könnte. Das wäre schon nice. Ich meine, das ist mit Sicherheit voll anstrengend. Weil ich hatte ja selber früher auch Hamster. Es ist schon faszinierend, wie schnell die teilweise in ihren Hamsterrädchen laufen können. Aber ich meine, so Gameplay-technisch ist natürlich schon einfacher, als immer hochzuspringen, weil ich einfach nur nach rechts drücken muss. Was? Ist das Alessandro? In dem Hamsterrad oder mit der Peitsche? Die Frage ist, wie lange ich das jetzt machen muss. Komme ich hier irgendwie wieder raus eigentlich? Das ist so die andere Sache. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Was ist denn los? Ist das Hamsterchen müde? Ich glaube, ich stand einfach lang genug, oder? Das war mit Sicherheit nicht die Bombe. Oh, ein super Hamster bist du nicht gerade, aber das war nicht schlecht. Hier, füll zwar kaum deine riesigen Hamsterbacken, aber Kleinvieh macht auch Mist. Wie viel habe ich jetzt bekommen dafür? Hallo? Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist meine Rubine? Ich habe zumindest genug für den anderen. Nee, Moment, der andere wollte 10.000, ne? Ich hatte gerade... Du hast mehr verdient. Ich habe nur... Ich habe gerade irgendwie gedacht, er wollte nur 1.000 haben. Er wollte ja 10.000. Ich will wieder rein. Aber hey, es war schon mal... Immerhin gut was. Gut, dann haben wir jetzt ja Zeit. Die Sache ist, ich habe euch von meinen Xenoblade-Versuchen erzählt. Ich habe euch von lustigen Verträgen erzählt und viel Rennerei. Ich glaube, ich habe alle lustigen Stories durch, wobei das mit der Rennerei war nicht ganz so witzig. Das war einfach nur sehr frustrierend. Wenn ich für ein bisschen Laufen so viel bekäme, könnte ich mich zu mehr Sport motivieren. Das stimmt. Wie fandest du die Direct? Die Smash Direct? Die habe ich nur so nebenbei laufen gelassen, tatsächlich. Also, ich spiele ja keinen Smash. Also höchstens mal, wenn Freunde da sind, so ein bisschen. Aber prinzipiell spiele ich halt keinen Smash. Deswegen ist mir das eigentlich auch recht egal, sag ich mal. Das Einzige war halt in dem Moment, wo ich realisiert habe, welcher Charakter das sein wird, habe ich mir meinen Popcorn geholt, weil ich mich schon mal mental auf die ganzen Hate-Kommentare vorbereitet habe. Also von daher gesehen, ich fand die voll okay. Ist aber auch einfach nur der Fall, weil mich das sowieso nicht ganz so sehr interessiert. Ich sag mal so, egal um welchen Smash-Charakter es geht oder egal um welches Spiel... Man kann natürlich immer Kritik äußern, man kann auch enttäuscht sein. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Genauso wie sich Leute eben freuen können über Ankündigungen, können Leute eben auch enttäuscht sein. Ich finde es einfach nur echt peinlich, wenn ich dann teilweise manches so lese, wenn Leute wirklich mit Schimpfwörtern um sich schmeißen und nur haten und teilweise auch Morddrohungen gegen Sakurai aussprechen und was weiß ich. Und... Also für sowas schäme ich mich dann wirklich, Gamer zu sein. Und dann denke ich mir wieder so, kannst du einfach in die Tonne kloppen, die Leute. Also das ist das Einzige, was ich echt schade finde. Wenn Leute halt legitim sagen können, warum sie was nicht gut finden oder enttäuscht sind, ist das voll okay. Aber dieses Rumgehate finde ich furchtbar. Das fand ich halt bei Pokémon schon furchtbar.
Menschen. Der Kuro ist halt echt so. Die Sache ist, in der ersten Szene von dem Trailer wusste ich halt schon, welches Spiel es ist. Weil es war mein Game of the Year letztes Jahr und ich habe zweimal komplett gespielt und die Szene ist halt schon auffällig. Deswegen, ich habe sofort gewusst, welcher Charakter es wird und dachte mir so, okay, stört mich persönlich jetzt überhaupt nicht, aber okay. Gibt's pro Lichtkugel 100 Rubine? Das kann tatsächlich sogar sein. Ich könnte so langsam vielleicht gleich auch mal wieder gucken, wie viel ich mittlerweile habe. Ich finde es halt immer generell sehr schade, wenn Sachen angekündigt werden und Leute dann einfach schon fast wild um sich schlagen, weil sie damit nicht zufrieden sind. Ich finde das so schade. Das muss doch auch echt nicht sein. Weil man damit... Wir sind nah dran. Wenn man damit einfach auch irgendwie anderen Leuten so diesen Spaß da dran nimmt. Ich sag mal, wenn ich jetzt mal bei Smash zum Beispiel bleibe, bei dem neuen, oder bei dem Fighter Pass jetzt, ne? Für mich, wie gesagt, war es sowieso nicht so relevant, aber ich habe es natürlich trotzdem verfolgt. Als Joker angekündigt wurde vor Smash, habe ich das erstmal nicht geglaubt, weil das so absurd für mich war irgendwie. Aber es hat mich als Persona 5 Fangirl einfach so gefreut, es hat mich so gehypt, ich fand das so cool. Dann kam der Dragon Quest Hero. Ja, stand ich neutral gegenüber. Fand ich jetzt, also konnte ich verstehen, warum der drin ist, aber ja, hat mich jetzt nicht gehypt oder so. Dann kam Banjo. Kann ich tatsächlich auch nichts mit anfangen, aber hat mich super gefreut für all die Leute, die ihn halt schon so lange in Smash haben wollten. Und dann kam Terry. Und mit dem konnte ich wirklich gar nichts anfangen. Also null. Ich wusste noch nicht mal, wer das ist, als ich den gesehen habe. Aber muss ich deswegen rumhaten und anderen die Freude nehmen und mich zum Affen machen? Ich glaube nicht. Und das finde ich halt immer so schade. Anstatt einfach sich die Leute freuen zu lassen, die sich halt wirklich darüber freuen und das einfach zu akzeptieren, dass nicht jede Neuerung in einem Spiel und nicht jedes Spiel einen eigenen Geschmack treffen kann, muss ich mich immer künstlich drüber aufregen. Finde ich furchtbar. So. Haha. Manche Spiele, mit denen kann ich auch einfach nichts anfangen. Das sind ja nicht nur DLCs. Beispiel. Dieses Jahr kommt ja Cyberpunk. Wurde zwar jetzt gerade erst wieder verschoben, aber ich gehe mal davon aus, dass es dieses Jahr noch kommt und nicht nochmal verschoben wird. Kann ich null was mit anfangen. Ist mir zu brutal, weil ich ein Weichei bin. Und generell ist halt einfach nicht so meins. Aber ich weiß, dass viele Leute sich da halt wirklich drauf freuen. Muss ich jetzt das Spiel schlecht reden deswegen? Aus welchen Gründen auch immer? Nein? Deswegen verstehe ich nicht, warum Leute nicht einfach mal akzeptieren können, nicht jedes Spiel auf diesem Planeten kann den eigenen Geschmack treffen und auch nicht jeder Smash-Charakter kann das. Punkt. Und deswegen, ich schäme mich manchmal so, wenn ich manche Sachen lese. Also auf unserem Server hält sich das zum Glück in Grenzen. Ich muss sagen, bei manchen Argumentationen und Meinungen, die ich lese, ist auch ein bisschen Fremdschämen dabei. Durchaus, aber nicht so viel, wie wenn ich auf Twitter oder so gucke. Da finde ich das ganz schlimm manchmal. Ja gut, Chip, das kann ich verstehen. Ich wäre auch traurig um den Burger gewesen. Aber hinterher kann man drüber lachen. Ich lese gerade noch den Chat ganz kurz nach. Ja, Ali, es ist halt echt so, ne? Also, und gerade jetzt dieses Jahr kommt so viel raus, da ist doch eh für jeden was dabei. So. Die Info hätte ich gerne. Danke, Kumpel. Hör zu, hör gut zu. Mimi hat geschlafen und ich habe sie im Schlaf belauscht. Und sie flüsterte... Moment. 4, 1, 2, 6, 2... 8, 1, 6, richtig? Ja. Da, komm, da war ich nah dran mit meinem Code. Also ich denke ja, das ist die Nummer von ihrem Freund. Der erstmal anrufen. Wobei, es war ja echt so, dass eigentlich so ziemlich alles
im März rauskam. Gut, jetzt wurden natürlich ein paar Sachen verschoben. Wobei ich muss, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein für all die Leute, die sich halt wirklich, wirklich auf die Spiele gehypt haben, aber ich muss da jetzt schon ein bisschen lachen. Als Final Fantasy verschoben wurde auf April, glaube ich, also von Anfang März auf Anfang April, und alle einfach total traurig waren und vor allen Dingen auf Twitter, als Final Fantasy verschoben wurde, ist Cyberpunk auf Twitter getrendet, weil alle geweint haben, dass Final Fantasy quasi zeitgleich mit Cyberpunk rauskommt. Und Cyberpunk dachte sich nur so, hold my beer. Wir verschieben einfach mal auf September. Es tut mir leid, aber ich musste schon lachen. Plato bitte wieder. Das war schon witzig. So. Und dann würde ich hier gerne nochmal durch. Aber es scheint kein Zeitlimit zu haben, wie lange ich unsichtbar bleiben kann. Das ist gut. Hallo, Kevin. Warum stalken die eigentlich alle Mimi? Naja, verdient hat sie es. Ja, Bucke, es ist halt echt so. Wenn mich ein Spiel einfach überhaupt nicht interessiert oder ich nichts gut finde, kann ich das zwar erwähnen, aber das anderen Leuten dann wirklich schlecht zu machen, finde ich auch furchtbar. Zutritt gewährt. Oh, Passwörter sind Easter Eggs, echt? Also du musst hart arbeiten, kann ich ja verstehen im Kontext dieses Ganzen hier, aber ab ins Bad? Also wo wir jetzt noch kurz bei dem Thema sind, die Smash-Charaktere, die ich mir noch wünschen würde, einfach aus Style-Gründen, nicht weil ich sie spielen würde, sind ja immer noch Amaterasu aus Okami und To Be aus Nier Automata. Ist das wahrscheinlich? Nein. Ist es unmöglich? Nein. Nach Joker ist alles möglich. Verdienste! Ja, ich habe mal eben 1 Million Rubine erhalten. Das finde ich schon nett. Dann kann ich dir jetzt einzahlen. Oh, Moment. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich bin auch ein Held. Ich will Monokuma, um Gottes Willen. Ich versuche Jan immer noch zu bearbeiten, dass er irgendwann privat Danganronpa spielt. Aber ich weiß nicht, wie gut mir das bislang gelungen ist. Ich möchte gerne die Reactions sehen. Habe ich eigentlich noch Wasser in meinem Becher? Ein bisschen zumindest. Ich kann aber trotzdem mal speichern. Nicht, dass die mich gleich verarscht. Viel Erfolg, Gracie. So, Kredit abbezahlen. Super, ich nehme mal deine Rubine, ja? Vielen Dank. Nimm du mal. Vielen Dank, dass Sie Ihren Kredit abbezahlt haben. Vollständig? Was? Wie hast du genug Rubine verdient? Das war so nicht geplant. Nein, du hast meinen schönen Plan ruiniert. Ah, du Fiesling! Was? Ich hatte jetzt ja mit einem Bosskampf gerechnet oder so, aber nicht damit, dass er sich einfach in die Luft sprengt. So, dieses kleine Biest hat uns also in eine Falle gestellt. Und wer war das eigentlich? Ich mache mir Sorgen um Merlee. Wir müssen ihr helfen. Also ich sag mal, ich fand das Kapitel oder das Teilkapitel schon interessant, weil es tatsächlich mal ein bisschen mehr Story hatte, als einfach nur von rechts nach links laufen. Aber strange war das schon. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es war mal was anderes. Das muss man loben.
Gunther, das ist eine hervorragende Frage. Ich fürchte nicht, aber wäre schon schön. Das seltsame Hausmädchen Mimi verschwand in einer Rauchwolke. Was hatte sie vor? Und warum wollte sie Mario und seine Freunde versklaven? Nach diesem Zwischenfall bemerkten Bill Peach eine Treppe nach unten. Ob Melly dort unten ist, fragten sich unsere Freunde mit sorgvollen Mienen. Da es nur einen Weg gab, dies herauszufinden, stiegen sie die Treppe herab. In den Kerker. Kapitel 2.4. Konfrontation im Keller. Der Mod-Keller? Das reine Herz ist nah. Hier unten spüre ich es viel stärker. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht Tippi, oder? Ah, yippie, hurra! Zum Glück seid ihr jetzt endlich da! Hallo? Wenn das hier der Wachdienstkeller ist, wer ist dann das? Ich? Ale? Sowas von Ale, ne? Ich meine, es ist Merle. Ale. Ich bin Merle. Kommt herein. Diese Villa, sie ist mein. Ich warte hier schon ziemlich lang. Mir war schon etwas Angst und Bang. Entschuldigt mich, ich bin in Eile, weswegen ich nur kurz verweile. Was Böses jagt mich durch das Haus. Ich bitte euch, holt mich hier raus. Im Keller sitze ich wie eine Maus und es in meinem eigenen Haus. Hoffentlich findet man mich bald. Nach 1500 Jahren ist es ziemlich kalt. Von jetzt an seid stets auf der Hut. Vertraut auf nichts, ob bös, ob gut. Nein, ich kann nicht bleiben hier. Meine Macht entgleitet mir. Ich bitte euch, rettet mich, fix. Doch Vorsicht, sie kennt fiese Tricks. Ja, auf jeden Fall Ale, ne? Sie ist weg. War diese Erscheinung wirklich Merle? Warum hat sie uns gebeten, vorsichtig zu sein? Ale hat eine Villa. Nein, Ale hat nur den staubigen Keller hier. Huch, einmal daneben. Yay. So, da sind noch zwei Türen und ein Speicherpunkt, hatte ich gesehen. Ale, du kannst aber echt mal hier putzen in deinem Keller. Guck dir das an. Wobei, stimmt, ihr habt mir ja gesagt, der Boss vom zweiten Kapitel ist ein Spinnengegner. Von daher gesehen, wundert mich jetzt die Spinnenweben da oben nicht. Muss ich gleich mal vorsichtig hingucken. Ihr seid okay. Wie kann man so lustig verarschen, die Boos? Ich bin nicht so gut im Putzen. Wir hatten keinen Zwischenboss bis dato. Nee. Stimmt, O'Clock kam ja, ne? Gut, in gewisser Weise hatten wir ja Mimi als Zwischenboss. Sie wollte nur nicht kämpfen, hat uns einfach nur verarscht. Was ist das? Raum 1. Okay. Raum 3. Na, so hoch komme ich nicht. Okay. Raum 2. How about no? Ich bin einfach auf den Kopf gesprungen. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe, glaube ich, schon Raum 1, 2 und 3 gefunden bis dato. Was bist du? Ein Glubsch. Diese bizarren Gegner strafen dich mit dem bösen Blick. Sie können auch gar nicht anders. Es schießt mit scharfen Blicken auf Gegner, die es erspäht. Keine deiner Attacken kann gegen einen Glubsch etwas ausrichten. Wechsle deine Dimension und umrunde es dann immer und immer wieder. Okay.
Ah, I see. Ich fühle mich beobachtet. Raum 4. Also ich glaube, Raum 1, 2, 3 und 4, wie gesagt, habe ich bis dato tatsächlich gefunden. Wo ich hin muss, ist die andere Sache. Oh, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Das ist ja schön. Dann gucken wir doch noch mal. Ha! Voll auf die Birne gesprungen. Das ist wieder Raum 3. Ja, da komme ich ja auch nicht hoch. Ist hier sonst noch irgendwas? Ach, guck doch mal. Jetzt komme ich da rein. Nur noch mal die Tür diesmal. Das ist wieder Raum 1. Also hier ist wieder die Ausgangsposition. Aha. Das ist Raum 2. Zumindest schon mal die richtige Reihenfolge diesmal. Mehr ist hier auch nicht. Und das hier? Raum 4. Raum 4 noch irgendwas Interessantes? Hier schon mal nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt bin ich da rausgekommen. Aha. Mhm. Ich hab zumindest einen erwischt. Das ist ausreichend. Kommt herbei und tretet ein. Dank und Kusshand obendrein. Oh no. Seht nur, ich bin wieder da. Findet ihr das nicht wunderbar? Die Leute kommen von nah und fern und helfen tue ich immer gern. Jetzt seid ihr hier, das macht mich froh. Hihi, haha, hohohoho. Ali, kannst du die mal cosplayen? Wir suchen das reine Herz. Aha, oha und so, so, so. Ein reines Herz für Mario und Co. Euch, das meine ich ohne Scherz, gebe ich gern das reine Herz. Doch umsonst zu geben liegt mir fern. 10 Millionen Rubine hätte ich gern. Eine Unterschrift trennt euch vom Herzen. Die Rubine könnt ihr doch verschmerzen? Nein. Fehlen euch die Rubine eben, kann einen Kredit ich geben. Hier der Vertrag für den Betrag. Nein? Okay, versüßen wir den Kauf, ich leg noch was obendrauf. Unterschreibt nur hier und dann gibt's, dazu kommt noch ein Megapilz. Hier der Vertrag für den Betrag. Nein? Junge, ihr verhandelt hart. Macht euch ein neues Pixel zart? Ist nicht ein toller Deal? Wo bekommt ihr sonst so viel? Einen Namen schreibt schnell hin, dann macht ihr einen Traumgewinn. Mädel, nein! Denkt ihr etwa, dass ich lüge? Euch ganz fürchterlich betrüge? Das Angebot, das wird gleich nichtig. Ist das reine Herz nicht wichtig? Nein. Gute Wahl. Ja, so ein Glück. Denn sie ist ein falsches Stück. Mimi, mimi, mimi. Ja, Mimi. Es ist auch egal. Ihr habt mich für ein Hausmädchen oder eine Hochstaplerin gehalten. Aber in Wirklichkeit bin ich Mimi, Gestaltwandlerin und Gehilfin von Graf Knickwitz. Knicke die Knack. Ich hatte auf eine friedliche Lösung gehofft, aber Pech gehabt. So, ihr wollt die harte Tour? Soll mir recht sein. Weg mit den Samthandschuhen. Wahre Gestalt!